Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Hilde. Heute möchte ich gern wieder ein Mu und ein ATC mit euch zusammen machen. Dafür brauche ich als erstes mal eine Plastiktüte. Das ist dieses schöne, dünne Material, das so schön knistert. Davon brauche ich allerdings nur einen kleinen Streifen, so etwa anderthalb, knapp 2 cm breit. Dann ein Stück Kordel, ein feines Klebeband. Dann habe ich mir hier etwas kleinere Mus geschnitten, also das sind diese in Tech-Form, die sind 7 cm lang, aber jetzt nur 2,5 cm breit, die brauche ich für das Innere eines Mus. So, und dann habe ich hier für das Grundmu, das Ganze ist 9 cm lang, 7 cm breit und ich habe das gerillt bei 2,5, dann von diesen 2,5 weiter 2,8. Dann nochmal weiter, 2,8 und dann bleibt noch dieses Reststück über. Das werde ich dann nachher so nach innen falten und umkleben. So, jetzt gehe ich erstmal diese schmale Seite, diese 2,5 cm Seite, die schneide ich mir jetzt noch etwas kürzer. Also oben und unten in dieser Rillfalte so ein paar Millimeter schneide ich mir da rein. Und schneide das gerade ab. So, vorne und auch hier. So, das ist jetzt für den Mechanismus. Ich möchte gern nachher, dass ich, wenn ich oben an meinem Tag ziehe, dass hier unten, wie bei einer normalen Schiebekarte, dann auch ein Tag erscheint. Also den ganz normalen Mechanismus. Dafür werde ich jetzt erst einmal hingehen, werde jetzt die Vorderseite, das ist jetzt diese Seite des Mus, verzieren, also bestempeln. Leg mir das flach hin, meine Schere kann weg und suche mir jetzt schon mal ein paar Distress Inks, ein paar schöne Farben von meinen Distress Inks und meinen Schwämmchen raus und mache mir jetzt schon mal eine Grundierung. Also da ist nicht schlimm, wenn die anderen Teile auch etwas, das kommt ja dann nach innen, wenn das nachher auch etwas eingefärbt ist. Das ist nicht so tragisch. So, erst einmal eine schöne helle Farbe. Das kann ruhig auch fleckig sein. Das kann ein schöner Effekt sein, wenn es auch fleckig ist. So, jetzt brauche ich noch eine andere Farbe. Dann nehmen wir noch eine zweite, diesmal eine rote. Drehe mir das Ganze rum und mache die andere Seite mit meinem Rot. Etwas festhalten, dass es nicht so viel verrutscht. Schön fleckig. So. So, jetzt gehe ich hin, nehme mir eine Schablone, lege mir die Schablone jetzt über mein Mu und kann dann jetzt schön mit meinem Tool aus dieser Schablone noch ein paar Texturen erstellen. Also richtig schön fest reinreiben, dass es durch und durch schön mit Textur bearbeitet wird. Das kann ruhig nach einer Seite etwas heller werden, also ausfaden. So, das habe ich mir jetzt schon mal so gemacht. Dann kann ich mir Stempel aussuchen und dann zum Thema stempeln. Ich lasse das jetzt aber erstmal trocknen und werde jetzt meine Tags anbringen. Dazu brauche ich meinen schmalen Streifen. Der ist allerdings jetzt viel zu lang. Den schneide ich mir mal in ein kleineres Stück. So. Das kommt jetzt hier. Ein Stück Klebestreifen. Doppelseitig, schön hart, festklebend. Das mache ich mir jetzt mal zurecht. So, etwa so breit wie diese Folie, allerdings nicht breiter, sonst klebt es nachher am Papier anstatt an der Folie und dann ist dieser Schiebemechanismus nicht mehr zu bewerkstelligen. Also jetzt schön diese Folie jetzt auch, das kann ich jetzt ein Stück abschneiden, so dass das hier herumgelegt wird. So, und es soll schön glatt angelegt sein, allerdings nicht so fest. Es soll noch etwas
so etwas beweglich sein. So, so, meine Text habe ich jetzt schon mal mit meinen Kordeln versehen. Schöne dünne Kordeln. Und mein Band sitzt ja jetzt schön locker. Jetzt nehme ich wieder Klebeband. Wieder so ein kleines Stück. Das darf nicht über die Folie hinausschauen. So, soll aber auch nicht zu klein sein. Das lege ich jetzt hier unten auf. Die Folie kann weg. Diese Abdeckfolie vom Klebeband. Am besten nehme ich mir eine feine Spitze, eine kleine Schere oder sowas. Damit geht es doch etwas einfacher. So. Und dann der Anfang mal gemacht ist, dann geht's. So. Jetzt muss ich bei meinen Text nicht runtergehen. So. Bei meinen Text muss ich jetzt aufpassen, dass ich die richtig rum aufklebe. Also da ist jetzt mein Klebestreifen und mein Text muss jetzt der Boden an der Seite sein, wo dieser Klebestreifen sitzt. Also schön gerade ansetzen. Hier unten auch. Das ist ja genau dieselbe Länge, wie mein Mu ist. Etwa so 1 bis 2 mm von der Falte entfernt. So, dann drehe ich das Ganze rum. Und dieses kommt jetzt genau entgegengesetzt. Also auch hier unten einen kleinen Klebestreifen. Dann den Boden so festsetzen. Und anschließend kann ich das Ganze dann zufalten. Nachdem ich das jetzt alles schön zusammengefaltet habe, also einfach nur nach innen gerollt, man sieht schön das zweite Tag, das erste Tag, dann habe ich mir hier eine Klebelasche erstellt von diesem überstehenden Stück, mache mir meinen Klebestreifen ab und klebe es nur noch zu. Jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Also wenn ich jetzt hier ziehe, kommt automatisch das zweite Tag. Zum Zuschieben beide Hände benutzen, aber zum Aufschieben reicht schon mal. Wenn ich nicht ganz so weit rausziehe, geht das alles mit einer Hand. So, das kann ich jetzt mit Stempeln oder mit Bildchen alles verzieren. Das Ganze möchte ich nachher auf ein ATC setzen und dann mit etwas Schriften noch verzieren und mal sehen, wie es dann nachher aussieht. Also werde ich jetzt mal kurz unterbrechen und dann seht ihr gleich, wie es bei mir weitergeht. Da bei Mumania diese Woche das Thema Hände angefragt ist, habe ich mir gedacht, was ist zu dieser Jahreszeit besser mit Händen und Mus zu kombinieren als Halloween. Jetzt habe ich mir mein fertiggestelltes Mu, also diese Oberfläche, mal abgeklebt, dass nichts dran kommt. Habe mir hier jetzt eine Fledermaus, eine Halloween-Fledermaus rausgesucht und stemple mir diese Flügel einfach mal auf meine Tags. Ich habe die schön ausgezogen soweit, ohne dass ich Schaden anrichten kann und stemple mir jetzt diese Flügel über diese Tags. Ich muss da ein bisschen fester drücken, da ja das Mittelteil etwas höher steht. So, nicht schlecht. Jetzt der zweite Teil auf der anderen Seite. Gut mit schwarzem Memento Ink. Das Ganze werde ich mir jetzt etwas mehr nach oben schieben, dass ich besser ankomme. So, jetzt hier noch ein Flügel. Gut fest andrücken. Fertig. Es ist zwar nicht bis zur Mitte, aber das macht nichts, da ich da ja noch etwas einfärben möchte. So, jetzt kann ich wieder mit meinen Distress Inks hingehen und kann da jetzt meine Teile, meine Tags auch mit Distress Inks bearbeiten. So, das nehme ich etwas mit Rot, das eine. Das muss nicht ganz bedeckt sein, kann fleckig sein, da ich jetzt gleich mit Braun diese, das ist jetzt Frayed Burlap, mit Braun noch ein bisschen nacharbeite, dass es ein bisschen schmutzig aussieht. Für Halloween kann das ruhig ein bisschen erdig und schmutzig aussehen. So, die andere Seite beginne ich jetzt mit dem Braun, da ich das jetzt schon auf dem Schwämmchen habe. Ich kann das ruhig im Ganzen richtig schön braun machen und dann etwas mit Rot noch reinziehen. Richtig fleckig. So.
das waren jetzt meine Flügel. Kann ich jetzt zuschieben. Kann jetzt meine Abdeckungen wegmachen. Jetzt habe ich mir aus dem Internet Skeletthände ausgedruckt. So sieht jetzt mein fertiges Mu aus. Komplett mit den Skeletthänden. Wenn ich es rausziehe, Bu, habe ich dann noch mit dem schwarzen Stift aufgebracht auf beiden Flügeln. Dann habe ich auf die Rückseite noch zwei Klebestreifen angebracht und habe mir schon mal ein Grund-ETC erstellt. Mit der gleichen Distress-Ink-Technik, die ich auch bei dem Mu angewandt habe. Dann mit meinem Stencils, mit meiner Schablone ein paar Strukturen. Habe mit Schwarz die Ecken einfach nur das Ganze über ein schwarzes Pad gezogen. Und habe mir ein ganz schmales Halloween-Motiv aufgeklebt, aufgestempelt. So, jetzt kann ich mein Mu anbringen. Einfach nur die Trägerfolie abziehen. So. Und auf den ausgelassene, freie Fläche festdrücken. So, somit wäre jetzt mein ATC mit Mu komplett fertig. Wenn ich jetzt ziehe, so, ist somit mein Stück komplett fertig. Das Ganze könnt ihr dann wieder auf meinem Blog finden, www.creatingisbeautiful.blogspot.de. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stempeln, vielleicht beim Nachmachen. Würde mich freuen, wenn ich was von euch hören könnte. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!